Noch 25 Millionen Flüchtlinge kommen Deutschland am Ende. Autor D. Seltzer McKenzie. Nun ist es eigentlich schon klar, in den nächsten Jahren kommen noch mindestens 25 Millionen Flüchtlinge aus den armen Ländern nach Deutschland und das kann Deutschland garantiert nicht verkraften und ich sage es hiermit, Deutschland ist so gut wie am Ende. Allein in Nordafrika, in Libyen, haben sich in den letzten drei Wochen 400.000 Flüchtlinge aus westafrikanischen Ländern versammelt, die alle nach Europa wollen, egal wie. Man hat in Westafrika gehört, dass Militärschiffe der Europäischen Union diese sogenannten Bootsflüchtlinge retten und aufs europäische Festland bringen. Mehr wollen diese Flüchtlinge gar nicht, als nur irgendwie nach Europa bzw. nach Deutschland zu kommen. Auch hat sich allein bei diesen 400.000 westafrikanischen Flüchtlingen, die in Libyen auf ihre Ausreise warten, herumgesprochen, dass es in Deutschland eine hohe Sozialhilfe für jeden ankommenden Flüchtlingen gilt und man ja eigentlich wesentlich besser versorgt ist, als in den eigenen Ländern in Westafrika. Nun redet ja die deutsche Regierung immer wieder dem Volk ein, wir müssen die Flüchtlingszahlen reduzieren. Dieses Geschwätz hören wir schon seit Wochen und seit Monaten, nur getan wurde überhaupt nichts. Nun hat es ja diese Woche bei der Europäischen Kommission in Brüssel eine sogenannte Flüchtlingskonferenz gegeben, wo man die Probleme beheben wollte, mit den Flüchtlingen, die aus dem Vorderen Orient über die Türkei kommen. Wegen der Nichtanreise des türkischen Ministerpräsidenten wurde die ganze Sache nunmehr auf Ende Februar verschoben. Passiert es also überhaupt nichts und man fragt sich, was überhaupt hätte passieren können. Es ist absurd, die Türkei zur Schlüsseleindämmung der Flüchtlinge zu machen, denn die Türkei selbst ist inzwischen zum Pulverfass geworden. Die Türkei selbst hat da ganz erhebliche Probleme mit diesen Flüchtlingen und hat inzwischen sogar die Grenzen zu Syrien absolut dicht gemacht. Ich frage mich also, was mit der Türkei überhaupt verhandelt werden soll. Es soll ja so aussehen, dass die Türkei verhindern soll, dass die Flüchtlinge an die griechische Grenze, also somit an die europäische Grenze geraten. Aber die Türkei hat inzwischen selbst 1,5 Millionen ausländische Flüchtlinge im Land und kann das überhaupt nicht mehr stemmen und ist inzwischen zum Pulverfass in Nahost selbst geworden. Im Osten der Türkei herrschen ja schon bürgerkriegsähnliche Zustände, auch wenn es darum die Kurden geht, aber die Türkei ist überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendwelche Flüchtlinge aufzunehmen bzw. durchzulassen, weil die Türkei einfach selber voll ist. Deshalb hat man ja auch die Grenzen zu Syrien total geschlossen und man kann der Türkei nur empfehlen, diese Grenzen auch für immer geschlossen zu halten, weil nur so der massenweise Flüchtlingsansturm gestoppt werden kann. Es muss nochmal ganz deutlich gesagt werden, die Türkei kann das Problem der Flüchtlinge selbst noch nicht einmal lösen, und wie soll sie denn die Flüchtlinge an der Weiterreise nach Europa da noch behindern? Es ist genauso absurd an den Außengrenzen der EU, insbesondere an den die griechischen Urlaubsinseln sogenannte Hotspots einzurichten, weil diese völlig überflüssig sein werden, denn der Flüchtlingsansturm über die Türkei wird erheblich vermindert werden, weshalb diese Hotspots in Griechenland überhaupt nicht mehr erforderlich sind. Im Grunde genommen ist das nur ein Ablenkungsmanöver der deutschen Regierung, indem sie sagt, man müsse mit der Türkei verhandeln, mit einem Land, was in Wahrheit inzwischen selbst zum Pulverfass geworden ist. Und es zeigt sich ja, dass bereits 400.000 neue Flüchtlinge, überwiegend aus Westafrika, sich in Libyen angesammelt haben, um sich die Weiterreise nach Europa zu verschaffen. Es ist also sowieso damit zu rechnen, dass nunmehr die nordafrikanischen Länder wie Marokko, Libyen, Tunesien und möglicherweise Ägypten zum Pulverfass werden, weil diese Länder überhaupt nicht in der Lage sind, diesen Flüchtlingsstrom zu stoppen. Und wenn man überlegt, woher diese neuen Flüchtlinge kommen, sie kommen aus Westafrika und es sind überwiegend alles arme Leute, die in ihren Heimatländern in Westafrika überhaupt keine Zukunft sehen und auch keine Chance haben. Eine, der eben nichts mehr zu verlieren hat, geht nach Europa, egal wie, und es hat sicher auch in Westafrika herumgesprochen, diese tolle deutsche Flüchtlingskultur, dass man gleich mit Geld, mit Essen und mit einer Unterkunft empfangen wird.
sobald die Flüchtlingswelle aus Nordafrika bzw. ausprobieren den Sprung nach Europa versucht, werden Millionen von weiteren Flüchtlingen in Westafrika sich auf den Weg nach Europa und Deutschland machen. Wie kann man diese Flut der Flüchtlinge eindämmen? Ganz einfach, es muss eine ganz rigide Abschottungspolitik in Europa stattfinden. Es dürfen vor allen Dingen keinerlei Hilfsschiffe mehr im Mittelmeer herumkreuzen, die diese Flüchtlingsboote aufnehmen. Glauben Sie, wenn wir die ersten Flüchtlingsboote absaufen lassen und auf keinen Fall helfen, dann werden diese Flüchtlingsboote in Libyen auch nicht mehr starten. Aber dazu ist Europa ja nicht fähig, insbesondere die Deutschen, die sich hinsichtlich der sogenannten Flüchtlingshilfe regelrecht den Arsch aufreißen. Und Westafrika, insbesondere Mali und Nigeria, sind genau die Länder, die ebenfalls inzwischen von dem dortigen Islamischen Staat bedroht sind und wo es demnächst ebenfalls kriegerische Auseinandersetzungen geben wird. Und das ist der Punkt, dass es in Europa wieder losgeht, dass wir diese Kriegsflüchtlinge nunmehr aus Westafrika aufnehmen müssen, auch wenn es sich dabei um Kontingente von Millionen von Menschen handeln wird. Man hat diesen westafrikanischen Flüchtlingen, die ja in Wahrheit nur Wirtschaftsflüchtlinge sind, insbesondere durch diese deutsche Bundesregierung signalisiert, ihr könnt ja alle erstmal nach Deutschland kommen, wir schaffen das. Dass Deutschland das auf gar keinen Fall schaffen kann, sondern Deutschland dabei untergehen wird, das hat diese geisteskranke Bundeskanzlerin Merkel bisher noch nicht begriffen. Ich möchte hier mal aufzeigen, welche Flüchtlingsströme in den nächsten 3 bis 5 Jahren zu erwarten sind. In Bangladesch sitzen heute schon etwa 8 Millionen Menschen auf gepackten Koffern und warten auf die Gelegenheit, irgendwie nach Europa zu kommen. Man muss sich das mal überlegen, in Bangladesch gibt es 20% der Bevölkerung, die noch nicht einmal eine Wohnung haben, die auf Straßenbauten oder unter Brücken in einem Pappkarton. Und Arbeit haben diese Menschen auch nicht, sondern leben von der Hand in den Mund. Dass diese Leute überhaupt nichts zu verlieren haben und den weiten Weg nach Europa antreten, ist doch verständlich, insbesondere wenn sie feststellen, dass es besonders in Deutschland eine solche Willkommenkultur gibt. Im weiteren Fall ist festgestellt, dass im Norden Indiens, ebenfalls eine arme Region, sowie in Pakistan weitere 7 Millionen Menschen schon heute auf gepackten Koffern sitzen und nach Europa wollen. Auch dort sind es überwiegend arme, größtenteils obdachlose Menschen, die nichts zu verlieren haben und deshalb keine Scheu haben, den weiten Weg nach Europa anzutreten. Das sind allein schon 15 Millionen Menschen, die heute im Jahre 2016 bereits auf gepackten Koffern sitzen und nach Europa wollen. Und wenn der Marsch erstmal nach Europa losgeht, dann folgen weitere Millionenmassen, die das gleiche machen wollen, denn die Region Bangladesch, Indien und Pakistan hat eine Bevölkerung von fast 1 Milliarde Menschen und wenn da ein paar Millionen nach Europa auswandern wollen, dann ist das für die alles nur noch Peanuts. Und dann kommt noch Westafrika, in Westafrika leben etwa 300 Millionen Menschen in totaler Armut und haben nichts zu verlieren und wenn sich da herumspricht, wie freundlich man in Europa aufgenommen wird, dann wird sich auch da der Wille durchsetzen, nach Europa auszuwandern. Es ist damit zu rechnen, dass in den nächsten Jahren mindestens 25 Millionen Armutflüchtlinge vor europäischen und deutschen Grenzen stehen und das kann weder Deutschland noch Europa stemmen oder verantworten. Es ist nur möglich, hier eine Radikallösung zu finden und die europäischen Grenzen total abzusperren und keinen einzigen Flüchtling mehr hereinzulassen. Und diese Grenzsicherung der deutschen Grenze und auch der europäischen Grenze kann notfalls nur mit Waffengewalt durchgesetzt werden. Ich bin sicher, dass wir in den nächsten Wochen oder Monaten die ersten Grenzschießereien an europäischen Außengrenzen entweder Ungarn oder Bulgarien haben werden, weil diese Massen von Flüchtlingen versuchen werden, gewaltsam nach Europa einzudringen. Und dieser Blödsinn, den die deutsche Regierung dem Bürger erzählt, man müsse mit der Türkei eine Regelung finden, ist überhaupt nicht mehr akut, weil die Türkei inzwischen leider selbst zum Pulverfass geworden ist. Ich frage mich, warum die deutsche Regierung sich so ziert, mit ganz harter Hand den Flüchtlingsstrom in Europa abzuwehren.
Es geht überhaupt nicht anders, denn diesen Ansturm von Millionen von Flüchtlingen kann Europa auf keinen Fall bewältigen und auch die deutsche Regierung wird bald gezwungen sein, mit Waffengewalt die deutschen und die europäischen Grenzen zu schützen. Ich sage es nochmal, keinerlei Hilfe mehr im Mittelmeer durch Schiffe der NATO, Flüchtlingsboote in Gefahr geraten sind, muss man endlich mal absaufen lassen, dann hört zumindest der Fluchtweg über das Mittelmeer auf. Und ob das nun moralisch ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle, es geht eben nicht. Europa kann diesen Millionen von Flüchtlingen überhaupt nicht verkraften, und wer sich dann in Gefahr gibt, mit Schlauchbooten über das Mittelmeer einzureisen, der muss eben wissen, dass ihm nicht geholfen wird, sondern dass er notfalls absaufen kann. Ich habe schon immer in den Vorjahren 2014 und 2015 dafür plädiert, auf keinen Fall in Seenot geratenen Flüchtlingsboote im Mittelmeer Hilfe zu gewähren. Hätte man schon damals die ersten Flüchtlingsboote absaufen lassen, dann hätten wir heute das Problem nicht. Und Sie können davon ausgehen, diese Flüchtlinge, die bisher aufgenommen worden sind und vor allen Dingen die Millionen, die noch kommen werden, darauf bleibt Deutschland einzig und allein sitzen, denn Deutschland ist es gewesen, welches diese Flüchtlingswelle regelrecht angeleiert hat. Die Deutschen werden es sein, die die Suppe jetzt auslöffeln müssen, die sie sich vorher eingebrockt haben. Es ist doch absurd, an eine Verteilung innerhalb Europas bzw. der Europäischen Union glauben zu wollen. Diese anderen europäischen Länder sehen doch, welche Wahnsinnsprobleme diese Flüchtlinge in Deutschland machen, und deshalb werden sich andere europäische Länder abschalten und bei einer Flüchtlingsverteilung auf keinen Fall mitmachen. Als im September 2015 die Flüchtlingswelle begann, hat diese dumme deutsche Bundesregierung sich hingestellt und gesagt, es sei alles kein Problem, wir werden diese Flüchtlinge innerhalb der Europäischen Union verteilen. Ich habe schon damals gesagt, das wird auf keinen Fall klappen, weil sich europäische Mitgliedstaaten weigern werden, diesen unnötigen Flüchtlingsstrom von Armutsflüchtlingen aufzunehmen. Und Sie sehen ja, heute 5 Monate später steht Deutschland ganz alleine da, kein Nachbarland ist bereit, überhaupt noch Flüchtlinge aufzunehmen, und Deutschland bleibt auf den Flüchtlingen sitzen. Und so wird Deutschland möglicherweise auch auf den 25 Millionen Flüchtlingen sitzen bleiben, die demnächst noch anreisen werden. Es ist ein Wahnsinn, was man in Deutschland macht und gemacht hat, dass man diese Flüchtlinge, die ja angeblich alles nur Schutzsuchende sein sollen, hier integriert. Keine Integration, sondern Unterbringung in Flüchtlingslagern und Rückführung sofort dann, wenn sich die politische Lage in der dortigen Heimatländern geändert hat. Aber diese dumme deutsche Regierung verkauft dem Volk diese Flüchtlinge als neue Blutauffrischung für das eigene Volk und will diese Flüchtlinge in Wahrheit im Lande behalten und macht deshalb den Wahnsinn der sogenannten Integration. Selbst wenn man eine Integration dieser Flüchtlinge wollte, könnte diese nicht funktionieren, weil diese Menschen alle aus völlig anderen Kulturkreisen kommen und hier überhaupt nicht hierher gehören. Die Europäische Union wird sich sowieso auseinanderleben und eine Verteilung von Flüchtlingen ist aus heutiger Sicht völlig unvorstellbar. Ich sage auch, England wird wohl im Juni 2016 aus der Europäischen Union aussteigen, auch wenn man scheinheilig diese Woche in Brüssel Sonderkonditionen ausgehandelt hat. Das mit dem britischen Volk aber nicht genügen, und ich denke, bei der anstehenden Wahl zum Verbleib in Europa im Juni dieses Jahres wird eine knappe Mehrheit der britischen Bevölkerung für den Austritt aus der Union stimmen. Und das hat dann zur Folge, dass andere europäische Länder sich auch Gedanken darüber machen, aus dieser Europäischen Union, die inzwischen von einer imperialistischen anmutenden deutschen Bundesregierung bestimmt wird, ebenfalls den Ausstieg zu wagen. Ich gebe ehrlich gesagt dieser Europäischen Union keine Chance mehr, und ich habe es bereits vor einem halben Jahr gesagt, die deutsche Bundeskanzlerin ist mit ihrer abstrusen Politik die Totengräber der Europäischen Union. Und Sie sollten sich als Bürger Deutschlands darauf gefasst machen, es kommen in den nächsten Jahren sehr, sehr unruhige Zeiten auf Deutschland zu. Deutschland kann diesen Massenansturm von Millionen von Flüchtlingen überhaupt nicht verkraften und wird vor dem Kollaps stehen. Ein Blick in die Geschichte genügt, und vor 1000 Jahren hat das auch schon mal eine etwa mit Deutschland vergleichbare Hochkultur in Mittelamerika gegeben, ich meine damit die Maya.
Die Maya sind auf einmal von den Azteken überlaufen worden und waren innerhalb von 20 Jahren völlig verschwunden. Eine hohe Kultur, eine Hochkultur, die schon mehr als 800 Jahre bestanden hat, ist innerhalb von wenigen Jahren verschwunden. Und genauso wird es Deutschland gehen, der deutschen Hochkultur. Ich prophezeite, dass diese deutsche Hochkultur, dieses Germanien, dieses Deutschland, dass es dieses Deutschland in 50 Jahren nicht mehr gibt.